So, dann mal raus aus dem stinkenden Loch hier. Vesimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Ja, dann schauen wir uns mal um. Oh, was ist hier? Achso, Kloake. Alles klar. Gut. Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Lasst eure Schuhe polieren. Ja, dann gehen wir da direkt mal rein, ne? Ja, wo ist er? Ein Führer durch Vesima. Alles transferieren. Schauen wir uns erstmal das Büchlein an. Ein Führer durch Vesima, Marco Knopf. Vesima wurde auf den Ruinen einer Elfenstadt erbaut, wie die meisten Städte der Menschen. Der Sitz der Könige Temeriens wuchs im Laufe der Jahrhunderte und besteht heute aus drei großen Bezirken, einem Hafen und den ausgedehnten Vororten des Umlands. Im Tempelbezirk zieht das monumentale Kloster des Ordens der Flammenrose die Blicke auf sich. Auch Majorans Krankenhaus, wo wahre Wunder der Heilkunst vollbracht werden, kann man kaum übersehen. Dies alles sind Sehenswürdigkeiten, doch dem Bezirk der Anderlinge, der zu einem Viertel der Armen und gesellschaftlich Geächteten wurde, sollte man meiden. Die meisten Anderlinge wurden nach Alt-Vesima umgesiedelt, ein für Besucher unerreichbares Ghetto. Neuerdings erlebt das Händlerviertel, wo die reichen Kaufleute leben, einen deutlichen Aufschwung. Hier findet man die Repräsentanten des Handels und politische Institutionen, ebenso die Bank und das Rathaus. Bei einem Besuch von Vesimas Händlerviertel sollte man unbedingt den berühmten Marktplatz besuchen, wo man jede erdenkliche Handelsware der Welt erstehen kann. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Sehr schön. Dann können wir das hier jetzt wegtun. So, mal gucken, wo dann jetzt der Detektiv ist, ob der oben ist. Dann schauen wir uns hier halt auch mal kurz um. Ich behalte lieber die Fackel, weil den Dolch haben wir noch nie gebraucht, oder? Ach, da ist er doch. Hab ich gesehen. Vielleicht war der im Kleiderschrank. Keine Ahnung. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr. Weißer Wolf. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt.
Ja, ein persönliches Interesse. Ich habe ein paar offene Rechnungen. Willkommen im Club. Das kostet euch 100 Orens. Hier ist das Gold. Erzählt mir alles, was ihr über den Anführer der Salamander wisst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Ist das eine persönliche Sache oder ein Auftrag? Ich gehe das Risiko ein, euch zu vertrauen. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Einst lebte ein glückliches Paar in Vysima. Einfache Leute mit einem 10-jährigen Sohn. Eines Tages kam der Vater nach Hause, wurde jedoch nicht von seinem Sohn, dem Hund oder vom Geruch des Essens begrüßt. Er ahnte nichts Böses, bis er den Hund fand, von einem Armbrustbolzen durchbohrt. Er war sich nicht sicher, ob es sein Hund war, doch dann fand er seine Frau, die mit einem Speer an die Küchentür genagelt war. Er suchte vergeblich nach seinem Sohn. Die Täter hatten keinerlei Spuren hinterlassen. Um es kurz zu machen, Vincent Mais musste den Fall ad acta legen. Keine Zeugen, keine Beweise. Ein halbes Jahr später tauchte der Kadaver eines Ungeheuers im Müll auf. Augen wie eiternde Wunden, raue und unregelmäßig weiße Haut. Alle hatten den Mord und den Vermissten vergessen. Fast alle. Wisst ihr, der vermisste Junge hatte einen sechsten Zeh. Nur die Eltern wussten davon. Passende Schuhe zu finden war immer schwierig. Und das tote Ungeheuer besaß einen identischen sechsten Zeh. Der Vater widmet sein Leben seither der Suche nach den Mördern. Ich hoffe, er findet sie. Zurück in die Gegenwart. Folgendes habe ich herausgefunden. Azayavit, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javed? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Okay, hat er noch mehr Infos? Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. So machen wir das. Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. So. Ja klar, dass da wieder so eine Meute auftritt. Ey. Noch hier so unbekannte Bomben, ne? Aha. Oh, die sind gepanzert, scheint so. Los, nimm das.
Mann, hier ist ein Weg. Nee, erst bist du tot. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen blöd an, aber... Kann ich die Axt da nicht nehmen? Schwere Waffenfach. Tümmerischer Stahldolch. Das können wir noch mitnehmen. Tech. Starke Droge. So. Den hatten wir schon, ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, wir rasten nochmal. Raimund. Wie heißt er noch? Ja, doch, Raimund. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Rest interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Das muss man mindestens eine Stunde, ne? Ja, super. Ich bin... Nochmal. So, jetzt haben wir wieder volle Lebenspunkte. So. Schauen wir mal. Dann gucken wir mal, dass wir zum Kerker kommen. Flüssiges Gefasel. Ehrliche Leute schlafen nachts. Was treibt ihr hier auf der Straße? Ich bin auch ein ehrlicher Mann. Was meint ihr denn? Schnüffel? Oh, eine Anschlagtafel. Dann nehmen wir schon mal alles. So, der Wolfvertrag. Jean-Pierre kauft Wolfspelze. Man findet ihn beim Landungssteg in den Sümpfen. Er zahlt für 10 Pelze. Okay. Der Echinops-Vertrag. Die tapfere Person, die 3 Echinops-Wurzelstücke beibringen kann, soll reich belohnt werden. Frag nach dem Gärtner, der bei Prophet Majorans Krankenhaus im Tempelbezirk arbeitet. Okay. Wir müssen wahrscheinlich erstmal mit dem Gärtner sprechen, um diesen Eintrag zu bekommen. Der Algul-Vertrag. Ich entlohne jeden, der mir das Mark von 3 Algul bringt. Frisch muss es sein. Kalkstein, der Alchemist, Tempelbezirk.
Kalkstein, altes Haus. Da müssen wir wahrscheinlich sowieso hin. Der Hundevertrag. Ich bezahle gut für die Eliminierung streunender Hunde. Als Beweis für die Vollendung der Aufgabe sind sechs Töpfe Hundeteig abzuliefern. Ihr findet mich auf dem Friedhof der Totengräber. Der ertrunkene Tote-Vertrag. Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkene Tote ausrotten. Als Beweis dafür, dass die Ungeheuer besiegt wurden, müssen 10 Zungen ertrunkener Toter bei Ritter Siegfried von den Nesle im Hauptquartier des Ordens abgeliefert werden. Okay, da brauchen wir auch den Eintrag. Das ist auch schon mal alles weg. So. Kerkertür. Na guck. So. Jessro. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Mhm. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Hm, Ausrüstung bester Qualität. Mhm, mhm, mhm. Da ist die Truhe. So, das. So, das tauschen wir damit mal aus. Alles, ja, bis auf den Kram, oder was? Schwalbe, Feuerstein. Bargästenschädel. Tja. So, also die lasse ich ungern liegen. So, was haben wir hier noch? Ziegenmilch. Honigwabe. Tja, den Schmuck, den behalte ich mal lieber. Das brauchen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Weißer Honigtrank. Schauen wir uns erstmal den Trank an. Schriftrollen mit Formeln für folgende Elixiere. Waldkauz erhöht die Ausdauerregeneration. Bindekraut gewährt Säureresistenz. Weißer Honig mildert die Auswirkungen anderer Gifte und Tränke. Neue Einträge im Tagebuch. Formeln. Okay. Dann können wir den weglegen. So, nehmen wir den Schal nochmal wieder mit. Oder lieber Schmuck. Was ist hier noch drin? Pfefferwodka. Ich weiß nicht. Ja, scheiß drauf. Egal. Ist das stark? Was ist stark? Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur... Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde.
Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey! Ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Ich habe Fragen. Fragt. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Stimmt. Seid froh, dass ihr deshalb nicht länger absitzen müsst. Wir haben es beschlagnahmt. Erwähnt es dem Hauptmann gegenüber nicht. Verdammte Diebe. Sei! Ich habe Fragen. Fragt. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Mhm.